Hey Leute, und willkommen zu einem, ja, schon etwas länger her, dass wir Tekken gespielt haben. Ja, wir machen mal mit Tekken weiter. Das hat außerdem den Grund, ich habe das auch öfters mal gesagt, dass auf der PS5, ich glaube sogar auf der PS4 auch, schon etwas länger, schon seit letztem Jahr, ist Tekken 2 im Store erhältlich für, lass mich raten, vielleicht 10 € oder so ungefähr. Und ich habe das ja damals von der PS3 war es damals genau. Ja, für die PS3, über die PS3 damals gespielt. Und mir haben noch zwei Charaktere gefehlt, die habe ich im Laufe der Zeit freigespielt. Und die werden wir jetzt noch durchspielen und dann ist das Let's Play auch vorbei. Und zwar fangen wir erstmal mit Roger an. Moment. Ja, das Menü wollte ich eigentlich nicht aufrufen. So. Gut. Ich muss eben noch eine Einstellung machen. Und irgendwie hat sich da die Einstellung auch mal wieder ein bisschen verschoben irgendwie. Das ist aber komischer. Ich glänze hier mal wieder richtig. Und zwar in der ersten Stage auch noch. Und zwar hat sich meine Soundeinstellung auf von 32 auf 29 runtergestellt. Ich weiß nicht wieso. Aber das ist komischerweise, das habe ich bei jeder Elgato bis jetzt gehabt. Naja, ich hatte ja nur die erste Elgato gehabt. Und dann bin ich ja auf diese interne umgestiegen, die in meinem PC eingebaut ist. Ich hoffe, dass es aber trotzdem so hinhaut mit der Einstellung. Und so wie ich auch gesagt habe, werde ich im Anschluss, wenn ich diese zwei Charaktere jetzt noch durchgespielt habe, werde ich mich ransetzen, um sag schon, Star Wars Episode 1 aufzunehmen. Da habe ich auch nochmal intensiv geschaut. Und jeder hat die Musik entweder so leise gestellt oder komplett ausgeschaltet. Also, andere Option bleibt mir nicht. Weil bevor ich da Stress kriege, dann mache ich lieber die Musik vermutlich einfach aus. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Ich meine, klar, Endeffekt ist das ein bisschen doof, aber wir wissen ja, wie das mit den Rechten irgendwie auf YouTube zugange geht. Gerade bei Disney, Marvel, Star Wars und so ist das immer so eine Sache. Ja. Ich werde mal gucken, wie weit ich in Star Wars dann auch nachher komme. Weil ich denke, dass, ja, sollte schon, ich sag mal, zur Hälfte kommen, ungefähr. Ich werde auch versuchen, jeden Part eine Mission zu machen. Was ich aber auch noch in An. Also, hier, das kann ich immer zeigen. Hier, wir haben hier die Möglichkeit über die eine Taste hier, über die PS5 zurückzuspulen. Und das werde ich auch verwenden, auch in Star Wars, möchte ich nochmal anmerken. Ich meine, klar, das Speichern und Laden wird jetzt nicht so lange dauern, aber es gibt, ich sag mal so, nach Jahren ist das. Also damals, wo ich das Spiel damals für die PS1 hatte, das habe ich ja mittlerweile wieder mir neu gekauft, aber auf der PS2 lässt sich leider nicht spielen, keine Ahnung wieso. Und damals bis zum Erbrechen totgesuchtet das Spiel. Und wo ich das. Jetzt macht mich nicht unglücklich. Wo ich das vor kurzem nochmal durchgespielt habe, habe ich auch gemerkt,
dass ich da auch wieder erstmal mich reinspielen muss. Deswegen seht es mir nach, dass ich das dann auch in diese Funktion auch verwende. Um einfach auch ein bisschen Frust zu vermeiden. Ah, Michelle. Ich versuche immer den Gegner zu grappen. Das ist so mein Ding. In Tekken. Oh, perfekt. Super. Oh, hör auf, ey. Danke. Danke, dass ich dir perfekt spendiert habe, mein Freund. Würde mich ja mal interessieren, was die sich dabei gedacht haben. Weil Alex kam ja nur noch mal in Tekken Tag Tournament 2 vor. Okay, das kannte ich auch noch nicht. Ja. Denn in den nachfolgenden Titeln ist ja hauptsächlich Roger drin geblieben. Und ich weiß ja nicht, ob es dann irgendwie ein Interview gibt oder so, warum, weshalb man sich für Roger entschieden hat und nicht für Alex. Ich werde dich gar nicht jetzt zum Zug kommen lassen, Kazuya. Sonst ist er eigentlich immer etwas stärker. Aber ich muss auch sagen, die Grafik kann sich heute immer noch sehen lassen. Ich hab da ein Fable dafür. Bei PS2 sieht es dann wieder anders aus. Aber für PS1... Nein, nein, nein. Ich hätte nur schneller reagieren müssen. Perfekt kriegst du nicht. Aufs dritte Auge. Mhm. Okay, okay. Boah. So, das war's. Gut, ja. Dann würde ich sagen, dann sehen wir uns im nächsten Part, zum allerletzten Part, wo wir Alex durchspielen. Also, in dem Sinne, haut rein, Leute, und ciao.